guten Morgen, YouTube-Freunde. War schlecht, aber im Bauerhaus ist heute Samstagmorgen. Bin am Kühe füttern. Bekommen eine Balle Heu und dann muss ich streuen. Und ich zähle da meine Ballen, die ich am Lager habe. Ich habe Grassilage, Maissilage und Heu. Und probiere auszurechnen, wie lange das reichen wird. Das Problem war, Heu musste ich ein Feld silieren. Ja, bei der Heuernte hatte ich Probleme. Es hat ja nicht viel geregnet, aber da kam da Regen und ich musste die ganze Weide, die geplant war, zum Heuen Silage machen. Darum habe ich jetzt viel mehr Silageballen und nur wenig Heu. Und mein Gedanke ist ja, wie füttere ich das jetzt meinen Mutterkühen gut, da ich ja in der Raufe füttere, ist das da schwierig. Am liebsten hätte ich einen Mischwagen, wo ich Heu, Grassilage und Stroh mischen könnte. Und dann so in die Raufe schmeißen. Also, ich bin da am Bestand aufnehmen. Ja, zweiter Lagerplatz mit Grassilage. Hier weiterer provisorischer Lagerplatz mit 5 Ballen Maissilage liegend und die alt falsch. Bin ich falsch? Ja. Die stehenden sind Mais. Mit 5 Mais und 2 mit 5 Gras Silage. Ja, und jetzt schauen wir noch in der Bühne, was da noch am Lager ist. Hier, Heu, dort hinten Heu. 21 Ballen Heu. Ja, es ist noch schwierig, wenn ich rechne. Eine Balle, 2 Tage lang, reicht mir das locker bis Ende April. Aber wenn ich rechne, ein Zweitel Tag, 2 Ballen, dann sieht die Rechnung schon anders aus. Dann gibt es nur noch Futter für 130 Tage oder gut 4 Monate. Und da wäre ich 24. März oder Ende März fertig. Und da müsste ich sicher noch was kaufen, Rundballen. Also, meine Futtervorräte reichen mit einer Spanne von Ende März bis gut Ende April. Das ist jetzt die Unsicherheit und die Witterung im Frühling. Also bis Ende März habe ich sicher Futter und was nicht, was nachher ist, werden wir sehen. So, gut genug gerechnet, ab und noch Stroh streuen draußen bei meinen Mutterkühen. Meine Galloway-Kühe auffallend ruhig heute Morgen. Wohl gut gefressen. Sie hatten vorher eine
Palle Mais-Silage. Hier in der Raufe. Jetzt habe ich da heute Morgen Heu nachgefüllt. Hier ist Stroh zum Streuen hier ringsherum. Und dann, wenn gestreut ist, wird hier wieder Raufe geöffnet. Und Sie können rein. Auch da. Ja, und da berechne ich, wie viele Ballen das ich habe, wie lange die reichen sollen. Und dann ist da die große Unsicherheit, wie lange reicht eine Heuballe, wie lange reicht eine Grassilageballe, wie lange reicht eine Mais-Silageballe. Und wenn ich da die Tiere jetzt sehe, nachdem sie eine Balle Mais gefressen haben, wie ruhig die da liegen, muss ich sagen, im Moment sind sie gut genährt, weil wenn sie Hunger hätten, wären sie schon längst hier am Korall und muhen und möchten rein. Ich denke, ich lasse die Tiere noch etwa 14 Tage draußen, also so bis 10. Dezember oder maximal Mitte Dezember, je nach Witterung, und dann können sie dann rein unten beim Bauernhaus in den Stall. Ja, da ist übrigens unser zweites Wohnhaus. Oben im oberen Stock wohnt meine Mutter und unten haben wir vermietet. 7/10 wieder versorgt da in der Einfahrt. Ist noch die ganze Säerei angehängt, weil nächste Woche, Mittwoch und Donnerstag, gehen da meine Rüben. Und vielleicht können wir noch Weizen säen, dort wo die Rübenhaufen waren. Wir werden sehen. Ja, so bin ich da draußen fertig. Es ist jetzt Samstag, 11 Uhr. Ich muss da schauen, was da in der Küche läuft oder im Keller. Wir haben heute Abend noch Gäste und es gibt Fondue. Und ich muss da noch einiges helfen, bereit machen, für Getränke schauen. Fondue-Röschau und alles muss runter in den Keller gebracht werden. Darum jetzt über Kleider weg. Und jetzt geht's ab in den Keller. Ja, da ist einer in der Hundehütte. Hier ist sein Reich. Ich glaube, er ist ein bisschen gelangweilt. Immer wenn wir Gäste haben, habe ich zu wenig Zeit, mit dem Vino was zu unternehmen. Ich muss dann schauen, heute Samstagnachmittag noch schnell eine Runde mit ihm marschieren, damit er da Bewegung hat. Jawohl. Ja, was läuft da weiter beim Bauerhaus? In der Kellerbar tätig, heute Samstagnachmittag. Heute Abend, 5 Uhr, haben wir eine Party. Und ihr könnt es da lesen. Da wird ein 50. Geburtstag gefeiert. Und die Frau, die da feiert, möchte wieder Motorrad fahren. Und sie bekommt schon mal ein Holzmotorrad zum Probieren, ob es noch geht.